Eltern streiten beim Kindergeburtstag über die Kinderimpfung, ob sie richtig oder falsch ist. Mein Gott, was ist denn da los? Wahnsinn. Freundinnen sprechen nicht mehr miteinander, weil sie sich nicht einig sind. Die eine hat sich impfen lassen, die andere nicht. Die eine findet das richtig, die andere findet das eine richtig. Und jetzt übersehen wir einen ganz wesentlichen Grundsatz, der bei schon jeder Zweierbeziehung absolut fundamental ist. Dale Carnegie, ein sehr bekannter amerikanischer Schriftsteller, hat in seinen Büchern viel geschrieben. Und in einem Buch, Besser miteinander reden, hat er ein Beispiel erzählt. Jemand ist oben auf der Bühne und hält eine Rede und erzählt eine Geschichte. Und er schmückt diese Geschichte aus und die Geschichte ist interessant und spannend. Die Zuhörer, Zuhörerinnen finden diese Geschichte sehr interessant und sehr toll. Bis auf einen. Einer, der wird immer unruhiger da unten im Publikum und spricht so in sich hinein und er wird immer lauter. Und sein Sitznachbar sagt zu ihm, hey, was ist denn mit dir los? Und er sagt, der lügt da oben. Ich war selber dabei. Der lügt, der erzählt eine Lüge. Das ist nicht wahr, was der erzählt. Und sein Sitznachbar sagt zu ihm, hey, willst du Recht haben oder willst du glücklich sein? Wenn du Recht haben willst, dann wirst du sicher nach diesem Vortrag mit diesem Mann da oben ein Streitgespräch führen. Und wer wird Recht haben? Er oder du? Wird er zugeben, dass er eine Lüge erzählt hat? Oder hat er vielleicht eine andere Interpretation dieser Geschichte? Oder willst du einfach glücklich sein? Wir erleben jetzt eine sehr intensive Spaltung der Gesellschaft. Ja, die Medien forcieren das Ganze oder die ganzen Maßnahmen forcieren diese Spaltung ebenfalls. Allerdings, die Menschen selber lassen solche Spaltungen zu. Denn du kannst nur jemanden spalten, der sich spalten lässt. Und jetzt in dieser aktuellen Geschichte, ob pro, ob contra, ob richtig, ob falsch, ob dafür, ob dagegen, das ist normal, dass sich zwei oder mehrere Lager bilden. Warum können wir das nicht zulassen? Sind wir mit dem Denken noch in der Steinzeit hängen geblieben? Also mir kommt es fast so vor. Technologisch haben wir uns wunderbar weiterentwickelt. Aber in der Gemeinschaft, im Miteinander, da ist irgendwas passiert oder irgendwas stecken geblieben. Dabei wäre die Vielfalt, das Miteinander, die Gemeinschaft, das kreative Miteinander, das eine und das andere, das einfach Miteinander wäre die große Chance einer Menschengruppe, einer Gesellschaft. Und wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann passiert uns das, was schon sehr oft passiert ist. Es gibt nur eine Meinung, eine richtige Meinung und das war früher öfter schon so. Man hat gesagt, meine Religion ist die richtige, deine ist die falsche. Und schon sind sie losgeritten und haben Kriege gemacht. Religionskriege zum Beispiel. Meines ist richtig, deins ist falsch. Und jetzt lassen wir das jetzt wieder zu? Lassen wir das selber wieder zu? Dass Freundinnen nicht mehr miteinander reden, dass ein Kindergeburtstag in Streit eskaliert. Lassen wir das zu? Oder können wir einfach sagen, ein Prinzip, das in jeder Zweierbeziehung absolut fundamental ist, das andere sein zu lassen, es zu respektieren, es anzunehmen, zu sagen, ja, das ist deine Meinung, ich habe mich informiert, ich entscheide mich so oder so. Für mich ist das eben stimmig. Mir muss niemand sagen, was ich zu tun habe oder was für mich richtig ist, welche Meinung, dass ich haben soll. Ich habe sie mir selber gebildet. Vielen Dank. Und das könnte doch jetzt jeder selber machen und dann dazu stehen und dann sich auch dementsprechend verhalten. Und dann wäre es ja okay, wenn der eine so sagt und der andere anders, nur wenn man das andere eben sein lassen kann, es respektiert und es einfach annehmen kann und nicht in den Kampfmodus umschaltet und sagt, hey, und ich muss dich jetzt bekämpfen, denn meins ist das Richtige. Und das haben wir alle selber in der Hand. Spalten kann man nur den oder die, die man spalten oder die sich spalten lassen. Und das entscheiden wir ebenfalls selber. Und die Frage, will ich Recht haben oder will ich glücklich sein?
Du entscheidest, ich entscheide, jeder für sich entscheidet. Ich finde glücklich sein spannender, interessanter und erstrebenswerter. Und genau das wünsche ich dir. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich schon drauf. Fertig!